Ich bin dankbar für diesen Psalm. Wir können mitbeten, auch in unseren Nöten. Und geben wir es doch zu, auch mit unseren Ängsten und häufig mit Ohnmachtsgefühlen. Auch wir dürfen rufen, eile mir, Herr, du meine Hilfe, eile mir beizustehen. Gottes Antwort ist bereits da. Jesus Christus ist in die Tiefe unserer Not und Angst gekommen, um sie für uns zu tragen, um mit uns zu sein und uns frei zu machen, zu neuem Leben und zu neuem Handeln. Das ist die Botschaft, die frohe Botschaft, die neues Leben und Bewegung in unsere vermeintlichen Zwänge bringt. Mit dieser befreienden Botschaft im Herzen sind wir nicht mehr blind und taub und auch nicht stumm. Öffnen wir die Augen. Um uns herum gibt es Verzweiflung, unfassbares Leid, Verletzungen an Leib und Seele, Angst und das Gefühl, verloren zu sein. Wer in die Gesichter der Menschen, der Männer, der Frauen und Kinder schaut, die in Griechenland von den Flüchtlingsbooten gezogen werden, damit sie nicht ertrinken, die Panik im Gesicht, gezeichnet von den Strapazen und der Todesangst, dem werden die Worte des Psalms 38 in ganz anderer Weise gegenwärtig. Öffnen wir die Ohren. Wer mit den Flüchtlingen spricht, der erfährt die Sehnsucht nach Geborgenheit, Sicherheit, nach einem Stückchen Frieden in ihrem Leben. Und seien wir deshalb nicht stumm. Nicht nur Otto von Bismarck hat einmal erklärt, mit der Bergpredigt lässt sich keine Politik machen. Die Bibel ist in der Tat kein Handbuch für politische Entscheidungen. Und die Bergpredigt ist auch nicht die Fassung einer Rechtsverordnung. Die Bergpredigt ist Verheißung. Eine Verheißung, die uns alle teilhaben lässt an der Leidenschaft Gottes für diese Welt und die uns alle in Verantwortung nimmt, für diese einzutreten. Für diejenigen, die schwach, bedroht und schutzlos sind. Für die, die sonst keine Stimme haben. Nein, Gottes Wort regiert nicht den Staat, auch nicht bei einem neutralen, wohlwollenden Verhältnis zwischen Staat und Kirchen. Aber Gottes Wort kann die Herzen der Menschen regieren und bewegen. Gottes Wort ist hochaktuell. In den Urgeschichten der Bibel geht es um die Würde des Menschen und darum, was es heißt, von der ständigen Angst getrieben zu sein, auch zu kurz zu kommen. Die 10 Gebote beschreiben Elementares für das Miteinander unter uns. Die Arroganz der Macht und politische Verantwortung, das sind auch Themen der Propheten. In diesem Verständnis unterstreicht Klaus Engelhardt in Bezug auf die Bergpredigt, dass nur frei ist, wer seine Freiheit gebraucht und dass die Stärke eines Volkes sich misst am Wohl der Schwachen. Und wie findet das Ausdruck in unserer Rechtsetzung? Darum müssen wir ringen und als Kirche die Stimme erheben. Und das ist hochaktuell, wenn Abschreckungsrhetorik nicht nur den Rechtspopulismus bedient, sondern sich auch ein Ventil in verklausulierten Begrifflichkeiten wie subsidiärer Schutz sucht oder den Schutz von Familie in Frage stellt. Liebe Brüder und Schwestern, es klingt wie ein Stoßseufzer, das Wort von Alfred Loisy, katholischer Theologe und Historiker am Anfang des 19. Jahrhunderts. Er sagte, Jesus verkündete das Reich Gottes, aber es kam die Kirche. Die Kirche kann sich heute nicht mehr allein auf einen festen Kern von Mitgliedern in ihren Gemeinden stützen. Aber sie ist und sie wird dort zur Kirche, wo sie sich für die Bedürfnisse und Nöte der Menschen öffnet und einsetzt. Ich zitiere, gerade dann, wenn die Kirche nicht für ihre eigenen institutionellen Interessen eintritt, erfüllt sie ihren besonderen Auftrag, indem sie als Altenwald der Menschen auftritt, deren Rechte missachtet und ihre Lebenschancen zerstört werden. Das formulierte Jörg Winter. Und weiter, gerade eine Gesellschaft und ein Staat, die die Achtung der Menschenwürde zu ihrem obersten Ziel erklärt haben und die sich den Prinzipien der Freiheit und der Demokratie verpflichtet wissen, wären schlecht beraten, auf diesen Dienst der Christen und ihrer Kirche zu verzichten. Ich glaube, das bedeutet für mich, wo ich im Leben stehe, kann ich Verantwortung leben, im Großen und im Kleinen, nicht als meine Leistung, sondern aus dem Vertrauen heraus darauf, dass Gott sich uns ganz und uneingeschränkt zugewandt hat. Das ist das, was uns hält, was uns im Leben und im Handeln trägt.